puts a great big hole somewhere like that. As I explained, it's a defense mechanism. What a mess, Rhine. Friend, not clever touching button. I'm with these guys, Rhine. How was I supposed to know that was gonna happen? What about your visions, eh? You think the two of you could come up with something? You know it doesn't work like that. It would have been useful, yes. Pair of fortune-telling frauds. You got us into this mess. And it's not the first time either. Ricky, agree with Shulk! Why is it my fault all of a sudden? This time it is your fault. Precisely. Well, be thankful that we are all alive. I suggest greater care next time. Our journey will be longer, but we can still make our way deeper into the tomb. Okay. We can't waste another second. Melia needs us. Aber man merkt auch in solchen Spielen oft, wie, nun ja, der Rassismus kommt überall vor. Selbst wenn man in einer Welt leben würde, mit Zwergen, Elfen und so, man würde immer die Zwerge, die Elfen diskriminieren, die diskriminieren wieder uns Menschen. Ein ewiger Kreislauf der Rassen und so. Jemand, der anders ist, wird gleich diskriminiert. Das sah man ja auch schon. Der Vorfahre will ja, dass man, dass die Homs mit den High Entia halt sich zusammentun. Deswegen, der ist ziemlich froh darüber, dass halt schon ein paar Homs in den Generationen dabei waren. Das ist wirklich 80% Hom. Also, dass sie wirklich 80% ein Hom ist. Das ist mehr Hom als Hyencia. Ich muss mal eben Karte gucken. Da kommen wir her. Wir können entweder da lang oder da lang. Ich denke mal, runter gibt's nur dieses Türchen. Was ich hätte lieber nicht betreten sollen. Warum mache ich das? Ich habe mich gerade wirklich in die Hälfte geschwächt, nur um mich stärker zu machen. Wo kriegen wir gerade auf den Deckel? Ist das richtig? Stimmt, wir haben keine Heilerin dabei. Das ist kein Problem. Aber ich finde es immer schön, dass halt so auch der Rassismus in Spielen halt, ja, dass der immer wieder ein Thema wird. Und dass man halt auch sagt, ob Elf, ob Zwerg, ist doch scheißegal, ihr seid alle gleich. Also in dem Spiel sind die alle gleich. Ich brauche einen Heiler! Das ist doch echt scheiße jetzt hier. End of the line for you, pal.
Nein! Momentan sieht es natürlich schlecht aus. Aber jetzt ist hier nur einer. Und der ist ja kein Problem mehr. Ja, noch haben wir gewonnen, aber einen von den beiden... Warum bin ich denn dieses Team? Ich hab total vergessen... Dieses Team hatte ich nicht am Anfang. Nee. Rain oder Dunban? Wenn so, wenn ich mir die KP so anschaue, dann ist klar, dass ich Dunban rausschicke. Na komm, was soll's. Wir brauchen Sanitäter. Und hier drin gibt's nicht mal was. Warum gehe ich hier rein, wenn es hier nicht mal was gibt? Es gibt doch keine Kisten in dem Spiel. Bitte was? Soll ich hier runter? Was ist hier? Ach komm. Kommen die alle her! Dieses Abwehrmechanismus hier. Ah, die stehen in den Wänden rum. So. Bring ich mal die Gegner ein bisschen zum Schwanken. Was? Technik sind das? Warum? Ich hasse sowas. Das kann ja fast jetzt jeder. Ja. Kann wirklich jeder jetzt. Wenn mich das trifft, bin ich tot. Sorry. Ryan, this is not good. Yeah, that was sorted nicely. Ah! Chala, hang in there! Sorry. Hilf mir! Boah. Das war jetzt Rettung in letzter Sekunde. Alter, diese Visionen gehen mir so langsam auf den Piss. Scheiße? Und, ja. Sind viel zu viele Gegner. Alter! Die haben's drauf. Boah, es ist nervig. Ist noch nein, Technik. Nein! Noch komm! Es sind zu viele. Es sind zu viele. Komm, gehen wir hier runter. Einfach zu viele Gegner. Lecker Wurst. Was? Ein grüner Ohrwurm. Auch eigentlich einfach reinspringen. So, kämpfen. Bleib mir mit dem Zorn noch drin, schon die Dinger sind stark. Mit der Technik siegt es. Ganz ehrlich. Diese Fähigkeit ist Mist.
nervt. Und fall um! Wie könnte ich ihn heilen? Die Fähigkeit muss ich unbedingt mal rausnehmen. Ich glaube, ich muss auch unbedingt mal die Ausrüstung checken, ob die besser ist oder so. So. Ach. Wo kommen die alle her? Ich hasse das, wenn die aus dem Nichts kommt. Ich will, dass sie auf der Karte sind. Das nervt doch. Hm. So, kann der nicht irgendwie... Nein. Boah, der nervt. Ich hasse es, zurückgestoßen zu werden. Jawoll! Und tschüss. Man, what a bunch of jokers. Okay, let's get going. So wie die beiden zum Beispiel. Die wurden auf der Karte jetzt angezeigt. We can definitely do this. Renato, lend us your power. Boah, ist auch richtig. Ah, die sind alle nervig. That was a beauty. Everyone, let's go. Dass auch alle zwei Schritte und so kommen welche. Bist du wirklich nirgends vor Gegner sicher? Bevor, wenn ich aus diesem Scheiß hier raus bin. So, stirb. So, der erste ist tot. Und stirb. Erstmal zum Schwanken bringen. Okay, nochmal zum Schwanken bringen. Vielleicht haut er ihn jetzt um. Oh, tut er nicht. Jetzt aber. Ein bisschen spät. Ich würde mir wünschen, der würde sofort umwerfen, wenn ich ihn zum Schwanken bringe. Sofort. Wir müssen eigentlich lang. Wir sind schon richtig. Natürlich. Die müssen klettern. Klar, machen wir das. Wenigstens gibt es diese Option, sonst hätte ich jetzt nicht gewusst, was wir machen müssen. Ich dachte auch, bei denen gibt es eine Plattform, aber nein. Natürlich gibt es die Plattform nicht bei denen.
That is a big ball of something. He'd look fun and sparkle. It's not attacking us, at least. What's happening? Hey, look at that! Another defense mechanism. And I guess we're looking at the tomb's guard. We're not getting past without a fight. Everyone, Melia needs us. We can't let this thing stop us. No problem. Time to break my record. Oh je. Rufus Ogre. Kann ich den nicht zum Schwanken bringen? Nein, sieht nicht so aus. Wow. Immer wieder mal mein Team ein bisschen heilen. Aber viel scheint er nicht auszuhalten. Ich habe ihn auch nicht so in Erinnerung, dass er wirklich was drauf hätte. Altes Arschloch! Sorry, aber jemand, der meine Technik versiegelt, ist ein Arsch. Wir müssen auf jeden Fall, um ihn umzuschmeißen, muss man eine Trio-Technik machen. So, ich heile die mal wieder ein bisschen. Und komm schon. Die Hälfte haben wir schon. Naja, die muss man ja zum Glück nicht umstoßen. Aber mir wäre es lieber, wenn er umfallen würde. Was kommt jetzt? Der R-Laser. Technik-Siegel auf ihn. Alright! I can change the future! Now! Come on! You see that, eh? Aura! Backslash! Run with me, Shulk! Na, super! Ich hab das Technik-Siegel abbekommen. Hier, brich das ab. So. Und ja. Not bad. Teamwork at its finest. Anytime, any place. I'm feeling it. Jetzt kriegt er auch so richtig Schaden. War so richtig geil gemacht von mir. Er hat. Scheiße, Technik-Siegel, aber voll durch mich durch. Und tschüss, Rufus. Anyone would think we're not wanted. Are we ever gonna find her? I think you'll find we had to take the long way because somebody pushed a certain button. Somebody mean Ryan! Shut it, Hairball. It was just a button. Relax. She will be fine. This route will lead us to the ritual altar. But time is of the essence. We've got to hurry. There's no time to lose.